herzlich willkommen miteinander. Schön, dass so viele gekommen sind zum Vortrag Catch and Release Legal, Illegal, Fatal. Mein Name ist Robert Arlinghaus. Ich bin vom Berufswegen Professor für Fischereimanagement. Aus Hobbygründen natürlich sehr engagierter Angler und in vielen, vielen Jahren schon auch mit dem Karpfenangeln verbunden. Und ich habe einfach heute mal ein bisschen Forschungsergebnisse, aber auch Hintergründe rechtlicher Natur zum Thema Catch and Release mitgebracht, weil es einfach ein Thema ist, was viele Anglergruppen, aber speziell auch die Karpfenangler sehr stark beeinflusst. Es gibt sehr rege Diskussionen in sozialen Medien. Es gibt immer wieder Anklagen gegen Angler, Karpfenangler, Welsangler und so weiter. Also Catch and Release ist ein brennendes Thema und es wird immer wieder verbunden mit der Diskussion, ob das nicht eine Art Tierquälerei ist, gerade von bestimmten Interessensgruppen wie Peter, die eben auch den Karpfen, wie man hier oben links sieht, als neues Logo identifiziert haben. Also gerade das spezialisierte Karpfenangeln wird so auch als Paradebeispiel für vermeintlich illegales Catch and Release verwendet, eben auch in den Massenmedien und in der Lobby, in dem Lobbyismus. Auf der anderen Seite ist Catch and Release ein ziemlich verworrener Begriff. Wir haben hier ganz viele verschiedene Worte aufgeführt, die irgendwie was mit Catch and Release zu tun haben. Es ist also gar nicht so einfach, auch zu definieren, was das überhaupt ist. Viele Leute verstehen ganz unterschiedliche Dinge unter dem Begriff. Zum Beispiel geht es um Catch and Release entnahmefähiger Fische oder maßiger Fische. Geht es um das Catch and Release geschonter Fischgrößen, also untermaßiger Fische. Wir haben Themen wie selektive Entnahme, wir haben Themen wie Spaßangeln und so weiter. Also ich möchte eben auch hier so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und nochmal ein bisschen strukturierter aufarbeiten, was es eigentlich bei der Catch-and-Release-Diskussion auf sich hat. Denn die große Debatte im Hintergrund ist das eigentlich etwas, was komplett verboten ist oder ist das etwas, was auch mit modernem Angeln in Einklang gebracht werden kann? Und ich möchte versuchen, am Ende des Vortrags darauf eine Antwort eben auch zu liefern. Kurz zur Struktur des Vortrags. Ich möchte zunächst etwas zum Begriff sagen, dann die rechtlichen Rahmenbedingungen klären und dann einige Forschungsergebnisse vorstellen, die wir unter der allgemeinen Bevölkerung gemacht haben. Umfrageergebnisse, wie denkt eigentlich der normale Deutsche über das Catch and Release nach? Und dann auch die Biologie behandeln, was passiert eigentlich bei dem Karpfen, wenn er gefangen wird, vielleicht auch gehältert wird im Karpfensack und zurückgesetzt wird. Und schließlich dann einige Ausführungen zum Karpfenmanagement, zum Beispiel zum Thema Entnahmefenster und dann am Ende das Gesamte zusammenfassen. Zunächst die Begriffsbestimmung. Catch and Release heißt nichts anderes als Fangen und Zurücksetzen. Da geht es jetzt erstmal nicht darum, vor welcher Motivation ein Angler einen Fisch zurücksetzt, welche Größe zurückgesetzt wird. Catch and Release ist nackt, heißt nichts anderes als das Fangen und Zurücksetzen eines Fisches. Und das kann man eben zum Beispiel bei untermaßigen Fischen durchführen. In dem Fall wäre es immer erlaubt, also es ist nie verboten und sogar gefordert, einen untermaßigen Fisch zurückzusetzen. Es gibt auch ganzjährig geschonte Fischarten, wie zum Beispiel bei einigen Lachsen, Meerforellenbeständen. Da müssen die Fische zurückgesetzt werden. Auch das ist Catch and Release. Es gibt ungewünschte Fische, also die Problematik der Beifänge. Man hat also eine bestimmte Art als Zielfischart, fängt aber ein unerwünschtes Exemplar. Das kann ein zu kleiner Fisch sein, der vielleicht gerade maßig ist. Es kann die falsche Zielart sein. Es kann eben vielleicht auch ein zu großer Fisch sein, den man nicht vernünftig verwerten kann. All das sind Beifänge und auch dort gilt der Begriff Catch and Release. Dann haben wir die Diskussion, die vielleicht die Karpfenangelei besonders betrifft, wenn es um das Zurücksetzen besonders großer Fische geht. Also das Catch and Release besonders oder bestimmter Fischgrößen, die prinzipiell auch entnahmefähig wären. Hier haben wir eine Diskussion rund um Achtung vor der Kreatur, aber auch die Debatte, dass viele von Ihnen sich ja in Riesenfischen auch einen Fisch des Lebens sehen und vielleicht auch zu schade wahrgenommen wird, diesen Fisch zu töten. Und dann gibt es die extreme Form des Catch and Release, nämlich dass alle Fische zurückgesetzt werden. Also ein Angler fährt ans Wasser mit der vorgefassten Intention, jeden Fisch, der gefangen wird, zurückzusetzen. Das ist sozusagen eine extreme Form des Catch and Release und man muss eben sehr genau anschauen, von welcher Form Catch and Release reden wir, was ist daran verboten, was ist davon vielleicht auch sogar gesetzlich gefordert. Wenn wir uns das anschauen hier, die ersten beiden Punkte sind gesetzlich gefordert, dass diese Tiere zurückgesetzt werden müssen. Fischereigesetzlich gefordert, gibt es sogar eine Pflicht zum Catch and Release. Daraus sehen wir schon, dass Catch and Release an sich nicht verboten sein kann, weil bestimmte Formen des Catch and Release sogar gesetzlich gefordert sind.
Die zweite Ebene sind Tiere, wo es ein bisschen die Grauzone anfängt, wo wir Fische haben, die man auch gesetzlich mitnehmen dürfte, weil sie eben nicht geschont sind und oberhalb von Mindestmaßen sind. Und wir also freiwillig entscheiden, diesen Fisch zurückzusetzen. Und die juristische Meinung darüber variiert sehr stark, aber es gibt durchaus viele, die sagen, dass Beifänge auch zurücksetzbar sind, also zurückgesetzt werden dürfen. Auch diese Form des Zurücksetzens nicht zwangsläufig verboten ist. Aber fangfähige Fische sollten, das ist jetzt juristisch wichtig, der Begriff sollten entnommen werden. Das heißt nicht müssen zwangsläufig entnommen werden. Ich komme auf diese juristische Feinheit im Nachfolgenden noch zu sprechen. Und die extreme Form, alle Fische zurückzusetzen, das ist eigentlich die Form von Catch and Release, die eigentlich in der sozialen Debatte steht und in der gesellschaftlichen Debatte. Also das Angeln mit der vorgefassten Intention, jeden Fisch, egal welcher Art, zurückzusetzen. Das nennen wir totales Catch and Release und das ist problematisiert. Warum, erläutere ich im Folgenden. Nämlich, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was sagt eigentlich das Gesetz auf verschiedensten Ebenen zum Zurücksetzen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass das Angeln von verschiedensten Gesetzesvorgaben geregelt wird, nicht nur Fischereigesetzen, sondern auch übergeordneten Rahmengesetzen wie das Naturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz. Und hier wird es interessant zum Catch and Release. Wir haben Tierschutz, also das Ziel, das individuelle Wohlergehen einzelner Tiere, egal welcher Art, zu schützen, in Deutschland in der Verfassung verankert. Das ist weltweit einmalig. Es gibt kein anderes Land, mit Ausnahme der Schweiz, was ähnlich stark sich zum Tierschutz bekennt wie Deutschland. Es ist also Verfassungsrang. Das ist ein sehr hohes staatliches Ziel, sozusagen Tierschutz zu erreichen. Und wir haben ein Tierschutzgesetz, was deutschlandweit gilt und einen entscheidenden Paragraphen, nämlich der Paragraph 1, der sagt, es ist nicht verboten, Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, aber jeder muss einen vernünftigen, also gesellschaftlich akzeptierten Grund haben, um Tieren Schäden, Leiden oder Schmerzen zuzufügen. Und was jetzt nun ein vernünftiger Grund ist, steht in keinem Gesetz. Das ist sozusagen eine Auslegung nach derzeitigem Zeitgeist, also nach derzeitiger Mentalität einer Gesellschaft. Das kann sich also auch in der Zeit wandeln. Und es müssen jetzt also Gerichtsurteile klären, was sind denn jetzt vernünftige Gründe, die wir akzeptieren als Gesellschaft beim Angeln. Und wenn wir da in die Gerichtsurteile reinschauen seit den 80er Jahren, dann sind zwei Gründe immer akzeptiert. Nämlich, wenn man angelt, also Fischen Schmerzen, Leiden oder Schäden, was immer durch einen Haken passiert, zufügt, zur eigenen Ernährung. Also ich gehe angeln, um Fisch zu fangen und den aufzuessen. Ist immer akzeptiert. Oder man geht Fischen zu Hegegründen, also um einen Fischbestand zu bewirtschaften, weil vielleicht zu viele Fische einer Art da sind, zum Beispiel bei Weißfischen. Auch dann ist das Zufügen von Schmerzen, Leiden oder Schäden, zum Beispiel durch einen Haken, immer gesellschaftlich toleriert. Soweit zum derzeitigen Stand nochmal. Es kann natürlich sein, dass in der Zukunft Gerichtsurteile sagen, das Angeln an sich ist toleriert als vernünftiger Grund, also weil es zum Beispiel Arbeitsplätze schafft oder aus anderen Gründen. Ist derzeit noch nicht in den Gerichtsurteilen verankert. Im Moment haben wir diese beiden gesellschaftlich akzeptierten Begründungen für das Angeln. Verzehr von selbstgefangenen Fischen oder die Hege. Wenn man diese beiden vernünftigen Gründe nun ansetzt und sich verschiedene anglerische Praktiken anschaut, haben weitere Gerichtsurteile nun entschieden, was legitimes und nicht legitimes Angeln ist. Und zum Beispiel ist seit den 80er Jahren festgestellt worden, dass lebende Köderfische vielleicht keine vernünftige Art der Angelei sind, weil es auch Alternativen gibt. Oder der Setzkescher wurde mehrfach diskutiert. Oder auch die Frage des Wettangelns, wo eben das primäre Ziel, die Intention des Angelns nicht der Verzehr von Fischen ist, sondern eben der Wettkampf. Diese Form des Angelns mit totalem Catch and Release ist im Prinzip in Deutschland verboten worden. Trotzdem findet Wettangeln immer noch statt. Das nennt sich nur anders, nämlich unter dem Banner von Gemeinschafts- und Hegefischen. Weil eben dann der vernünftige Grund der Hege zutrifft und der Wettkampf nur eine sekundäre Motivation des Anglers ist. Also man kann bestimmte Dinge auch clever umgehen. Ne? Also es sind eben auch Sachen, neue Begründungen gefunden worden, um diese beliebten Formen des Angelns trotzdem weiterzuführen. Und einer der Punkte dabei ist eben das Zurücksetzen entnahmefähiger Fische, weil eben gesagt wird, wenn die primäre Intention ist, das Verzehr von Fischen, dann ist das Angeln mit der Intention, den Fisch, den man essen kann, zurückzusetzen, nicht im Einklang mit dem Tierschutzgesetz.
Nun, das ist aber immer noch relativ schwammig, ja? Wir haben den unbestimmten Rechtsbegriff des vernünftigen Grundes und Gerichtsurteile müssen eigentlich klären, was ein vernünftiger Grund ist. Es ist eigentlich eine Einzelfallentscheidung auch, ob jeder Angler gegen diesen Grundsatz verstoßen hat oder nicht. Also man muss sozusagen einem Angler mit Bezug auf Tierschutzgesetz nachweisen, dass er beim Zurücksetzen keinen vernünftigen Grund hatte. Also zum Beispiel einen Fisch gefangen hat, der Beifang war. Also er grundsätzlich am Fischverzehr interessiert war, aber einen unverzehrbaren Fisch gefangen hat, dann kann man nicht zwangsläufig Tierquälerei unterstellen. Also es ist völlig schwierig zu regeln, weil es unbestimmt ist. Nun stellt sich die Frage, haben diese Diskussionen ihren Eingang gefunden in Fischereigesetze? Also konkret gesetzliche Regelung der Fischerei selbst, und das ist in Deutschland Länderangelegenheit und wird sozusagen in 16 verschiedenen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Und ich habe mir jetzt mal für diesen Vortrag diese 16 Landesgesetze angeschaut und mal geguckt, gibt es dort spezifische Verbote, die das Catch and Release betreffen oder nicht? Und das sind jetzt mal ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist aus dem Saarland vom 26.01.2017, also sehr, sehr aktuell und wortgleich auch in Schleswig-Holstein. Dort wird geschrieben im Fischereigesetz, verboten ist das Angeln, das von vornherein auf das Zurücksetzen von gefangenen Fischen ausgerichtet ist. Also es ist kein Catch-and-Release-Verbot, sondern es ist das Verbot des Angelns ohne vernünftigen Grund, was schon durch das Tierschutzgesetz vordefiniert ist. Es ist einfach nur noch mal eine Wiederholung der tierschutzrechtlichen Grundlagen. Daraus folgt nicht, dass Catch-and-Release verboten ist an sich. Zweites Beispiel, Hessen schreibt, das Zurücksetzen eines Fisches nach dem Fang ohne vernünftigen Grund ist verboten. Gleiche Debatte. Was eigentlich eingeschränkt wird, ist das Angeln ohne vernünftige Grund. Also das Angeln mit der Intention, jeden Fisch zurückzusetzen. Daraus folgt nicht, dass Catch and Release verboten ist. Was hier eben in Rot nochmal dargestellt ist. Zweites Beispiel, Bayern. Dort steht, Fische dürfen nur zur Erfüllung des Hegeziels unter Beachtung des Tierschutzrechts und nach Maßgabe einer Entscheidung des Fischereiausübungsberechtigten wieder ausgesetzt werden. Was heißt das? Wer ist der Fischereiausübungsberechtigte? Der Pächter der Fischereirechte. Das sind Vereine, das sind Verbände, die und in Brandenburg auch Berufsfischer, die Fischereirechte haben. Die haben auch die sogenannte Hegepflicht. Sie müssen also durch ihre Managementmaßnahmen an den Gewässern realisieren, dass die Fischbestände erhalten bleiben in einem naturnahen Zustand mit einer naturnahen Alterspyramide. Der einzelne Angler, und das regelt Bayern jetzt ganz clever, darf nun nicht entscheiden, ob ich einen Fisch zurücksetze oder nicht, der entnahmefähig ist. Aber der Fischereiausübungsberechtigte kann in seiner Gewässerordnung für sein Gewässer festlegen, dass zum Beispiel das Mindestmaß erhöht wird. Oder dass es eine andere Form von veränderter Entnahmebeschränkung gibt, zum Beispiel ein Entnahmefenster und somit auch das Zurücksetzen gesetzlich entnahmefähiger Fische erlauben, also zum Beispiel zu großer Tiere. Bayern regelt ausschließlich nur, dass der einzelne Angler keine Entscheidungswahl hat, ob er einen Fisch zurücksetzt oder nicht, sondern es muss über die Hege die Bewirtschaftung umgesetzt werden. Mit anderen Worten, auch hier steht nichts über ein grundsätzliches Catch-and-Release-Verbot. Auch Bayern verbietet Catch-and-Release prinzipiell nicht. Wie sieht es nun in Brandenburg aus? Brandenburg regelt ausschließlich das Offensichtliche, nämlich dass untermaßige Fische zurückzusetzen sind. Im Brandenburger Fischereigesetz steht über die großen, entnahmefähigen Fische, die das Maß überschreiten, gar nichts. Es wird also auch hier kein Catch-and-Release-Verbot auf der Gesetzesebene formuliert. Wenn wir uns jetzt in die Gewässerordnungen, also in die Regelwerke, die sich die einzelnen Fischereipächter auferlegen an ihren Gewässern, in dem Fall Brandenburger Anglerverband uns anschauen, steht auch in dieser Ordnung nichts zu einem Catch-and-Release-Verbot. In dieser Gewässerordnung steht, dass der Angler sofort nach dem Fang eines maßigen Fisches zu entscheiden hat, ob er diesen zurücksetzen will oder nicht. Es ist also tatsächlich eine offene Formulierung hinsichtlich der, zum Beispiel der Frage, war das ein Beifang, den ich zurücksetzen will? Das erlaubt die Gewässerordnung explizit. Was die Gewässerordnung verbietet, ist das gezielte Angeln auf kapitale Fische mit dem ausschließlichen Ziel, Maße und Masse der gefangenen Fische zu dokumentieren und ihn dann zurückzusetzen. Mit vielen Worten, Angeln ohne vernünftigen Grund.
Brandenburger Gewässerordnung verbietet nur das Angeln ohne Verzehrsabsicht, also auf der allgemeinen Ebene, wie es auch schon das Tierschutzgesetz im Prinzip vorformuliert. Daraus folgt nicht ein grundsätzliches Catch-and-Release-Verbot. Also auch in Brandenburger Verbandsgewässern ist nur das Angeln ohne vernünftigen Grund verboten, nicht Catch-and-Release. Letztes Beispiel, Mecklenburg. Auf der Ebene des Fischereirechts, das gleiche wie in Brandenburg, es wird nur geregelt, dass untermaßige Fische zurückzusetzen sind. Es gibt kein Verbot zu den maßigen Fischen. Aber in der Gewässerordnung des Landesanglerverbands Mecklenburg-Vorpommern steht explizit, dass der maßige Fisch nach dem Fang sofort weitgerecht zu töten ist. Das ist das ein Beispiel, wie man es auch in vielen anderen kleineren Vereinen findet, wo man in der eigenen Gewässerordnung ein explizites Verbot des Zurücksetzen hereinformuliert hat und zusätzlich, der letzte Satz ist wieder der klassische, dass das Angeln ohne vernünftigen Grund verboten ist. Interessanterweise, und das sehen wir eben Land auf Land ab, ist das echte Catch-and-Release-Verbot explizit formuliert, häufig etwas, was sich die Angler selbst auferlegen. Über Gewässerordnung, es ist nirgendwo in den Fischereirechten oder gar im Tierschutzrecht vorformuliert, sondern die Angler machen sich diese Regel selbst. Und das ist eine, ja, eigenverantwortliche Geschichte. Warum wird das gemacht? Weil vielleicht einige Entscheidungsträger Angst haben vor schlechter Presse oder weil sie irgendwie auch teilweise im vorauseilenden Gehorsam bestimmte Dinge absolut regeln wollen. Und das hat aber Konsequenzen, wie ich später nochmal erläutern werde. Also, zusammengefasst, ist Catch-and-Release verboten? Nein, es ist nicht verboten. Ist Catch-and-Release gesetzlich verboten? Nein, wir können es weder aus dem Fischereigesetz noch aus dem Tierschutzrecht ableiten. Was verboten ist, ist das Angeln ohne vernünftigen Grund. Also, das Angeln ohne irgendeine Form von Verzehrsabsicht. Das ist problematisch, muss aber im Einzelfall der Person nachgewiesen werden. Wer explizite Catch-and-Release-Verbote implementiert, sind in der Regel Angelvereine und Anglerverbände selbst in selbst auferlegten Gewässerordnungen. Das heißt, wer dagegen verstößt, verstößt immer gegen die Gewässerordnung und riskiert, aus dem Verband ausgeschlossen zu werden. Trotzdem, tierschutzrechtlich ist immer eine Einzelfallentscheidung nötig. Das heißt, man muss das erstmal nachweisen, dass man ohne vernünftigen Grund geangelt hat. Nun, etwas verworren, aber trotzdem klärt es hoffentlich eine häufig formulierte Fehleinstellung, dass Catch-and-Release prinzipiell verboten ist. Ist es nicht der Fall. Nun schauen wir uns an, wie die Gesellschaft zum Catch-and-Release steht. Denn die Annahme von Gesetzen ist ja immer, dass sie das repräsentieren, was die Gesellschaft in der Mehrheit fühlt, denkt und fordert. Es wäre natürlich Quatsch, Gesetze aufzulegen, die komplett gegen gesellschaftliche Einstellungen existieren. Deswegen haben wir uns einfach mal gefragt, wie denkt denn jetzt so der durchschnittliche Deutsche zu Catch and Release? Findet er, dass es ganz tierquälerisch ist oder ist es vielleicht sogar akzeptierte Praxis? Wir haben dazu eine sehr umfangreiche Studie gemacht. Wir haben 1050 zufällig ausgewählte Deutsche, also Personen in Deutschland, ausgewählt, über ein kompliziertes Stichprobenverfahren ein Face-to-Face-Interview gemacht in den Haushalten der Leute, über ganz Deutschland verteilt, bevölkerungsrepräsentativ. Das heißt, wir haben Interviews geführt am Küchentisch der Personen, zufällig ausgewählt beim Käffchen und haben standardisierten 45-Minuten-Fragebogen zu Tierschutz, Angelfischerei, Catch-and-Release und so weiter durchgeführt. Wer das nachlesen will, ist in dieser Publikation zusammengefasst. Ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar Schlaglichtergebnisse vor. Zunächst haben wir gefragt, von allen anglerischen Praktiken, die derzeit tierschutzrechtlich verboten oder zumindest stark diskutiert werden, wie findet ihr als Bevölkerung das moralisch? Und hier sehen wir in Rot dargestellt die Prozentanteile der deutschen Bevölkerung, die die entsprechenden Praktiken als moralisch inakzeptabel bewerten. In Grün sind die Prozentanteile, die diese Praktik als moralisch akzeptabel bewerten, also eine ethische Wertung dieser Praktiken. Und wir sehen hier oberhalb des roten Striches das Ablegen von gefangenen Fischen auf dem Boden, bis sie tot sind, also ohne entsprechenden Tötungsschlag und Ausbluten, also es einfach zu Tode hecheln lassen, wird von 87% als vollkommen unmoralisch erachtet.
Das Wettangeln, das Angeln mit der Intention, einen Sieger zu küren. So haben wir das den Leuten auf bestimmten Zetteln im Vorfeld auch klar gemacht, was wir unter der Praxis verstehen. Nicht, dass jeder sich da irgendwas ausdenkt, sondern wir haben es eben über Kärtchen den Leuten neutral beschrieben, was diese Praxis bedeutet, finden immer noch 61% unmoralisch. Oder die Verwendung von lebenden Köderfischen als Köder ist auch eine mehrheitlich als unmoralisch akzeptiert. Interessant wird es bei den unteren drei Praktiken. Das Fangen und sofortige Zurücksetzen von Fischen. Und wir haben den Leuten beschrieben, ein Angler geht zum Wasser, fängt einen Fisch und setzt ihn zurück. Die meisten dieser Fische überleben die Prozedur. Das entspricht der biologischen Realität. Finden 47% als völlig akzeptabel. Andersrum, nur 20% oder 30% der Bevölkerung finden diese Form des Angelns moralisch inakzeptabel, also eine Minderheit der deutschen Bevölkerung. Das gleiche gilt zum Put-and-Take-Angeln und zur Verwendung von Köderfischen. Mit anderen Worten, wenn wir Regeln implementieren würden, die die moralische Sicht der Gesellschaft widerspiegeln, dann finden wir bestimmte Praktiken, die tatsächlich zu verbieten sind. Nämlich zum Beispiel das Tötenlassen eines Fisches ohne Betäubung oder das Wettangeln oder die Verwendung von lebenden Köderfischen. Aber Catch and Release per se ist erstmal nicht mehrheitlich negativ behaftet. Dann haben wir uns überlegt, gut, jetzt schauen wir uns mal die Details vom Catch and Release an. Also wie steht die Bevölkerung zu der Frage, warum werden bestimmte Fische zurückgesetzt? Also welche Begründung haben Angler, wenn sie Fische zurücksetzen? Und hier sehen wir die Prozentwerte von moralisch akzeptabel bis verwerflich und hier die verschiedensten Begründungen, die man vorbringen kann, um einen Zurücksetzvorgang eben zu rechtfertigen. Und man sieht hier, wenn der Angler sagt, dass er einen Fisch zurücksetzt, weil der Fisch zu einer bedrohten Art gehört oder weil der Fisch so klein ist, dass er sich noch nicht vermehrt hat, finden fast 80% der Bevölkerung das völlig akzeptabel. Es ist völlig okay, aus ökologischen Gründen Fische zurückzusetzen. Das ist im Prinzip die Untermaßigen, ja, die Geschichte, die wir auch sozusagen gesetzlich zurücksetzen müssen. Interessant wird aber die Geschichte, wenn ein Angler einen Fisch fängt und zurücksetzt, weil er so groß ist und deswegen noch so viele Nachkommen produzieren kann, dass er noch einen wichtigen Beitrag als Laichfisch liefern kann. Finden 65%, also die große Mehrheit der Bevölkerung, völlig akzeptabel. Oder die Frage, ein Fisch wird zurückgesetzt, weil der Angler einen großen Respekt vor dem Fisch als Mitgeschöpf hat und er ihn deswegen einfach nicht töten kann. Also eine Einzelfallentscheidung vor Ort, der Fisch, ich habe Respekt, das ist ein Riesentier, ich kann ihn einfach nicht töten. Selbst das, 56%, moralisch akzeptabel. Aber wenn wir jetzt Dinge haben, soziale, egozentrische Gründe. Ich setze einen Fisch zurück, das vorletzte Item, weil der Fisch so groß ist, dass noch mein Kumpel diesen Fisch nochmal fangen soll. Wenn das die Begründung ist, dann findet das 55% moralisch inakzeptabel. Oder wenn ich angeln gehe, weil ich gar keinen Fisch essen mag. Ich setze deswegen die Fische zurück, weil mir schmecken Fische nicht. Auch diese Begründung wird von der Mehrheit moralisch abgelehnt. Was lernen wir daraus? Was die Bevölkerung ablehnt, ist das Zurücksetzen ohne vernünftigen Grund, aus sozialen, egozentrischen Motivlagen heraus. Ich mag gar keinen Fisch essen, mein Kumpel soll den Fisch fangen oder ich will den in der Zukunft nochmal fangen. Diese Begründungen werden gesellschaftlich nicht akzeptiert. Aber ökologische Gründe oder sogar Respektgründe, sozusagen eine ehrenhafte Intention des Anglers, ich habe diesen Fisch gefangen, ich bin begeistert, wie riesig der ist, ich kann den nicht töten. Oder ich kann ihn nicht verzehren, weil er einfach so groß ist, wie soll ich den in der Küche verwerten? Und er hat so viel Eier. Diese Dinge sind nicht negativ behaftet, das ist sehr positiv gesehen. Das heißt also, die ethische Wertung des Zurücksetzens hängt von der Intention des Anglers ab, von der Motivlage und der Begründung, die der Angler mitbringt. Genau das, was eigentlich durch das Tierschutzgesetz schon vorformuliert wird. Nun kann man sich überlegen, jetzt kann ich alle Fische zurücksetzen oder nur einen Teil, also selektive Entnahme betreiben. Also ich gehe zum Beispiel grundsätzlich zum Angeln mit einer Verzehrsabsicht, suche mir aber aus, wen ich mitnehme zum Essen und welche Tiere nicht. Auch das haben wir die Leute gefragt und wir sehen hier, dass 50% das völlig akzeptabel finden der deutschen Bevölkerung, wenn der Angler nach eigenem Ermessen einen Teil der gefangenen Fische auswählt, um sie zu essen und die anderen in das Wasser zurücksetzt. Wenn ich aber totales Catch and Release betreibe, ich angel also, um alle zurückzusetzen, dann findet das eine relative Mehrheit von 40% verwerflich.
Also auch hier kommt es wieder auf die Details an. Wenn ich eine extreme Form des Catch-and-Release-Angelns betreibe, ich mag keinen Fisch, ich setze alles zurück und zwar jeden Fisch, dann ist das problematisch, auch aus Sicht der Bevölkerung. Wenn ich das aber mit gesundem Mittelmaß betreibe und einfach sorgsam mit dem Fisch umgehe und eine gute Begründung habe, warum ich den mitnehme und diesen nicht, dann ist das völlig in Einklang mit der gesellschaftlichen Mentalität, auch in Deutschland. Nun ist die nächste Frage, was passiert dem Karpfen eigentlich, wenn ich mich denn zum Zurücksetzen entschieden habe? Zum Beispiel ein untermaßiger Fisch oder ein zu großer Fisch, den ich nicht verwerten kann. Was passiert biologisch mit dem Karpfen? Weil auch hier hört man gerade von PETA und Catch-and-Release-Kritikern immer wieder Diskussionen, dass die Fische sterben, massiv sterben, alle Krankheiten kriegen, Wachstumsdepressionen haben und sonstige Geschichten. Wir haben viele Studien bei verschiedenen Arten durchgeführt, können das widerlegen. Wir haben auch spezielle Geschichten zum Karpfen gemacht und das wollte ich Ihnen mal kurz darstellen. Also die Frage, was passiert beim Karpfen beim Hältern und Zurücksetzen? Es sind ja auch in der Karpfenangelei häufig Fische gehältert, aus Fotogründen, aus verschiedensten anderen Gründen. Und wir wollten einfach mal wissen, was passiert dem Fisch da eigentlich? Wir haben also sowohl Studien im Labor durchgeführt, unter sehr kontrollierten Bedingungen mit Mini-Karpfensäcken, als auch Studien in Kanada an freilebenden Karpfen, großen Schuppenkarpfen mit sozusagen auch großen Karpfensäcken. Hier ein typisches Ergebnis. Wir haben hier auf der Y-Achse Stressmarker, Cortisol, das ist so ein Stressindikator, Hormon, der ins Blut abgegeben wird, wenn Stress entsteht, Blutzucker ist genau so ein Ding. Und wir sehen hier Fische, die gar nicht gestresst wurden, die Kontrollfische, Fische, die 10 Minuten lang an der Angel, beziehungsweise in den Laborstudien halt in so einem Tank gescheucht wurden, dass sie eben völlig erschöpft waren. Und dann eben verschiedene Sackzeiten, wo wir die Fische eben in Karpfensäcke gehältert haben. Und was sieht man? Man würde ja vermuten erstmal natürlich, dass das Drillen Stress für den Fisch bedeutet, zwangsläufig. Es passiert eine physiologische Reaktion und das sehen wir eben auch, dass der Blutzucker ansteigt bei der Drillfraktion, auch der Cortisolgehalt. Nach etwa einer halben Stunde haben die Fische maximalen Ausstoß an diesen Hormonen. Und wir wollten jetzt wissen, ob in diesem Karpfensack der Fisch sich sozusagen vom Stress erholt und sozusagen wieder runterkommt, wenn man so will. Und wir können das nicht nachweisen, ganz im Gegenteil. Der Fisch, der nach einer stressigen Situation, dem Drill, in Karpfensäcke für 3, 6 oder 9 Stunden gehältert wird, empfindet permanent erhöhten Stress. Also die Cortisolwerte gehen nicht runter, die Blutzuckerwerte gehen sogar hoch und bleiben hoch. Mit anderen Worten, das Karpfensacken ist Stress für den Fisch. Gleichzeitig erholt sich der Fisch aber von anderen Aspekten des Drills, nämlich vor allen Dingen des anaeroben Metabolismus, das Laktat, was man so vom Muskelkater kennt, wenn man eine hohe körperliche Anstrengung hat, dann entsteht Milchsäure, wird da im Blut gebildet und wir sehen eben hier, dass wir einen hohen Milchsäureanstieg haben, was eine körperliche Beanspruchung ist und einen Abfall mit der Sackzeit. Einfach weil der Fisch ruhig in dem Sack ist, er ist extrem gestresst, aber körperlich wieder erholt. Das ist sozusagen die Antwort aus dieser Studie. Und nun wird der Fisch ja in der Regel nach dem Karpfensack nochmal wieder an Land gebracht, nochmal der Luft exponiert, meistens ist der Fisch ja wieder erholt, er ist körperlich fit, springt entsprechend rum und wird dann sozusagen für eine gewisse Zeit halt auch wieder der Luft ausgesetzt. Und das ist im Prinzip ein zweiter Drill. Wir sehen also hier, nach 9 Stunden haben wir den Fisch wieder der Luft exponiert für 5 Minuten, eine typische Fotosession vielleicht, und wir sehen, dass die Milchsäurewerte wieder hochschießen. Also Sacken ist Stress und das Rausnehmen ist ein zweiter Drill. Also es ist einfach eine Doppelbelastung des Fisches. Und das kann man sehr schön in den physiologischen Werten nachweisen. Nun ist die Frage, was heißt das für den Fisch wirklich? Also ich bin auch gestresst jetzt, wenn ich einen Vortrag halte, aber ich fühle mich eigentlich ganz okay so und vielleicht fühle ich mich nach dem Vortrag auch noch okay, laufe hier rum, trinke ein Bier. Was passiert mit den Karpfen, die ihnen ausgesetzt werden? Sind sie sozusagen, zeigen sie Verhaltensanomalien, Verhaltensänderungen, die dafür sprechen, dass die Fische Probleme haben, diesen Stress zu bewältigen? Wir haben also in dem Natursee in Kanada Fische gefangen. Größere Schuppenkarpfen entsprechend diese Prozedur durchgeführt mit Sacken, Nicht-Sacken, nur an die Luft halten oder nicht an die Luft halten, entsprechend die gesamten Behandlungsgruppen durchgeführt, haben die Fische dann gehältert.
bestimmte Parameter gemessen, dann Blut entnommen und dann einen Sender implantiert, dass wir eben schauen können, was passiert mit den Fischen nach dem Zurücksetzen. Und dann telemetrisch geschaut, wie sich gesackte Fische versus ungesackten Fischen, die wir also nicht nochmal diesem Stress unterwerfen, verhaltensseitig im Freiland zeigen. Und was wir sehen, dass die Fische, die sofort nach dem Fang zurückgesetzt werden, das ist die Drillgruppe, die zeigt, ich habe jetzt nur die 30 bis 60 Minuten nach dem Zurücksetzen, die Werte sehen bei der ersten Phase genauso aus, sofort zurückgesetzte Fische schwimmen sofort weg, sie sind sehr, sehr aktiv, sie haben eine hohe Schwimmdistanz. Je länger ich den Fisch hälte, desto immobiler und weniger mobil wird der Fisch nach dem Zurücksetzen. Der ist körperlich erholt, also eigentlich müsste er schwimmen, tut es aber nicht, weil er hohe Stresswerte hat. Und das Nicht-Rumschwimmen ist ein Indikator für verhaltensseitige Anomalie, Stress. Das ist also ein Fisch, der Angst hat, der ausgepowert ist, ist etwas, der sich erstmal versteckt und sich nicht bewegt. Und genau das sehen wir bei bis zu einer Stunde in Abhängigkeit der Hälterungsdauer. Ab 12 Stunden finden wir keinen Unterschied mehr zwischen den Fischen, die nur gedrillt wurden und die zusätzlich gesackt worden sind. Also der Fisch wiedererholt sich und etwa nach 12 Stunden ist eine komplette Wiedererholung der physiologischen, aber auch der verhaltensseitigen Geschichten da. Wir haben an über 80 Karpfen keinen einzigen toten Fisch feststellen können. Wir haben die Fische weiterverfolgt bis zu 3 Monate und keine einzigen toten Fisch gefunden. Also wenn man sozusagen den Effekt von Catch and Release auf Karpfen zusammenfassen will, dann bedeutet das, dass Angeln ist Stress, das ist erstmal unvermeidlich, jeder Fisch, der geangelt wird, ist erstmal gestresst. Das zusätzliche Sacken führt zum weiteren Stress und das ist wahrscheinlich vermeidbar. Man kann Fotos auch oder andere Dinge direkt nach dem Drill machen. Es ist aber nicht letal, es ist nicht tödlich, sondern es sind eben physiologische Belastungsreaktionen. Es ist sozusagen Schaden da, der ist aber wiedererholbar und es gibt keine Sterblichkeit. Und jetzt kommt es eben darauf an, was einem wichtig ist. Ist einem Stress wichtig, Stressminimierung, dann darf ich nicht sacken. Aus der Sterblichkeitsperspektive ist Karpfen extrem zäher Fisch und der kann mit dem Catch and Release wunderbar umgehen. Das sieht man nochmal hier, diese verhaltensseitige Anomalie. Wir haben hier mal dargestellt den Anteil aller Karpfen, die wir mit Sendern ausgestattet haben, die 30 Meter um die Aussatzstelle nachgewiesen worden sind in Abhängigkeit der Zeit. Und das sind Fische, die gedrillt wurden und man sieht, dass die sehr schnell aus diesen Bereichen wegschwimmen. So sehen Fische aus, die dann für 10 Minuten einer großen Fotosession ausgesetzt wurden. Man sieht, dass die Fische schon etwas weniger schnell aus dem Bereich rund um den Zurücksetzplatz wegschwimmen. Und besonders problematisch wird es dann eben, wenn man 9 Stunden gesackt hat und zusätzlich die Fische dann nochmal in die Luft exponiert hat. Man sieht hier, die Fische sind im Prinzip über fast, in dem Fall in Minuten, aber wir haben es eben bis zu 12 Stunden, dass die Fische im Prinzip an diesen Stellen bleiben und sich erstmal erholen müssen. Also das ist tatsächlich eine Stressreaktion der Fische. Und entsprechend, was sind die gesetzlichen Vorgaben zum Hältern, sind die Sachen eigentlich ziemlich klar geregelt, diesmal im Fischereigesetz, hier mal beispielhaft. Im Prinzip ist es nicht erlaubt, einen Fisch zu hältern und dann zurückzusetzen. Auch nicht in Brandenburg, auch nicht in Mecklenburg. Also die Frage, die Entscheidung, ob ich einen Fisch zurücksetze oder nicht, zum Beispiel in Brandenburg, muss sofort gefällt werden. Wer einen Fisch sackt, verstößt immer gegen das Fischereigesetz, wenn dann der Fisch zurückgesetzt wird. Das ist deutlich geregelt. Schließlich noch einige abschließende Worte zur Frage, ob Catch and Release nicht auch eine Bedeutung hat im Karpfenmanagement. Und da möchte ich 2 Punkte ansprechen. Einerseits ist das durch das Zurücksetzen erstmal eine bestandserhaltende Maßnahme, selbstverständlich, weil der Fisch eben nicht entnommen wird, sondern im Bestand verbleibt und hat entsprechend auch Effekte auf die Größenstruktur von Fischpopulationen. Und man kann durch Catch and Release, und das ist vielleicht ein neuer Gedanke, auch Überbesatz verhindern, möchte ich gleich nochmal darstellen, weil es eine Monitoring-Methode sein kann. Zunächst die Grundsatzdebatte. In allen befischten Populationen, wenn wir anfangen, Fische zu entnehmen, verjüngen die Fischbestände. Das gilt grundsätzlich, Berufsfischerei, Angelfischerei, egal welche Art, wenn ich anfange, Fische zu entnehmen, verjüngt sich der Fischbestand. Die Altersstruktur wird jünger, die Größenstruktur reduziert sich. Deswegen ist Fischgröße im Fang auch ein guter Indikator für die Überfischungswahrscheinlichkeit. Wenn die Fische extrem klein sind im Durchschnitt, dann ist der Fischereidruck so hoch, dass die Tiere einfach nicht mehr groß und alt werden können. Man hat da eine sehr starke verjüngte Altersstruktur und einen unnatürlichen
Zustand, wenn man so will, weil in einem natürlichen Fischbestand eben alle Altersklassen vorhanden sind. Entsprechend gibt es eine große Diskussion, dass diese großen Tiere im Fischbestand tatsächlich auch naturschutzfachlich und aus Populationssicht wichtig sind, weil sie eben einen naturnäheren Zustand darstellen. Und so sehen eben Alterspyramiden aus. Wenn wir jetzt vorstellen, wir haben einen reproduzierenden Karpfenbestand, den gibt es vielleicht nicht so oft, aber es gibt eben natürliche Reproduktion der Karpfen oder irgendwelche anderen Fische, dann haben wir eine klassische Alterspyramide, dass wir wenige große Fische, einige mittlere und sehr viele kleine Fische in Orange haben. Wenn ich diese Fischbestände stark mit dem klassischen Mindestmaß bewirtschafte und alles, was über dem Mindestmaß ist, töte, dann verliere ich die großen Fische im Bestand. Der Fischbestand verjüngt extrem, wir haben sehr, sehr viele kleine Fische und dann einige mittlere und die großen fehlen. Das ist ein unnatürlicher Alters- und Größenstruktur. Und man kann eben zum Beispiel über alternative Fangbeschränkungen, und das ist jetzt etwas, was der Hegepflichtige, der Pächter eines Gewässers entscheiden kann, zum Beispiel Entnahmefenster einzusetzen, wo eben nach einer gewissen Länge die Tiere, wenn sie erstmal durchgewachsen sind, wieder geschont werden. Und man erreicht damit einen naturnäheren Altersklassenaufbau. Und deswegen ist das Entnahmefenster aus naturschutzfachlicher Sicht, aus Bewirtschaftungssicht, eine sehr gute Alternative gegenüber dem Mindestmaß und ist entsprechend etwas, was wir schon seit langem propagieren. Und ich würde Ihnen jetzt mal einen kleinen dreiminütigen Film zeigen, wo wir versucht haben, das mal cartoonhaft aufzuarbeiten, dass hoffentlich jeder versteht, warum ein Entnahmefenster eine sinnvolle Managementmaßnahme sein kann. Hey Walter, hier steht, dass man die Dicken mehr schützen soll. Was? Schönen Dank auch. Reicht, wenn Gabi mir damit nervt. Oh Mann, die meinen die dicken Fische. Was? Hier steht, dass unsere Mindestmaße die ökologische Bedeutung großer, fruchtbarer Megaleicher vernachlässigen. Ja, das ist ja mega interessant. Ich dachte, am großen Hecht erkennt man den schlechten Bewirtschafter. Ja, zeig mal her. Schonbestimmungen beim Angeln sind dafür gedacht, Überfischung zu verhindern und Laichbestände zu erhalten. Hierzulande werden dafür in der Regel Mindestmaße festgelegt. Das heißt, zu kleine Fische am Haken müssen wieder zurückgesetzt werden, damit diese in den Bestand hineinwachsen und sich mindestens einmal vermehren können. Ab einer bestimmten Größe geht man davon aus, dass der Fisch sich erfolgreich vermehrt hat. Außerhalb der Laichzeit dürfen Fische dieser Mindestgröße oder größer entnommen werden. Das Problem dabei? Gerade die sehr großen Fische sind besonders fruchtbar und erfahren darin, sich auch wirklich erfolgreich zu vermehren. Hingegen laicht es sich beim ersten Mal meist gar nicht so gut. Außerdem führen Mindestmaße zu Beständen mit vornehmlich kleinen Fischen. Doch Angler freuen sich, wenn auch mal ein großer Brocken beißt. Außerdem können stark verjüngte Bestände extrem zwischen einzelnen Jahren schwanken, während ein Bestand mit vielen Altersklassen naturnah und stabiler ist. Die Verjüngung wirkt destabilisierend. Das ist eine neue Erkenntnis der Fischereiforscher. Das Problem wird durch sogenannte Entnahmefenster umgangen. Dabei werden die kleinen und die großen Fische geschont und nur Tiere mittlerer Größe dürfen entnommen werden. Der Bestand verjüngt hier auch, aber nicht so stark wie bei Mindestmaßen. Durch die Ausdünnung im Fenster wachsen die Küchenfische auch besonders schnell. Faustregel dabei: Nur wer quer durchs Mitnahme- bzw. Küchenfenster passt, kommt auf den Tisch. Was soll man dazu sagen? Küchenfenster angeln. Das finde ich super. Betont endlich mal die Bedeutung der Dicken. Und die Gabi finde ich's auch gut. Mensch, Walter. Also als Managementmaßnahme Entnahmefenster und damit sozusagen eine Veränderung der Größenklassen lokal, die ein Verein oder ein Verband
als schutzwürdig erachtet. Und damit würde man eben auch diese größeren Tiere legal zurücksetzen dürfen als Angler. Das ist auch etwas, was deutschlandweit gelten könnte. Aber es gibt bestimmte Grundsätze, nämlich Entnahmefenster sind erstmal eine Hegemaßnahme. Das ist also nichts, was jeder einzelne Angler entscheidet, sondern eben der Bewirtschafter. Und es gilt vor allen Dingen für natürlich reproduzierende Fische, weil wenn die Fische sich nicht natürlich reproduzieren, nur besatzgestützt sind, greifen diese ökologischen Argumente vielleicht nicht so gut. In diesen natürlichen Beständen ist aber Entnahmefenster immer, und das gilt artübergreifend, die bessere Maßnahme gegenüber den Mindestmaßen. Aber eben bei nicht reproduzierenden Beständen, und das ist häufig beim Karpfen der Fall, ist diese ökologische Begründung relativ schwer zu ziehen. Allerdings gelten bei Karpfenbeständen, die sich gar nicht natürlich fortpflanzen, eigentlich nie ökologische Gründe, weil die Bewirtschaftung immer sozial bestimmt ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bewirtschafter sagt, die großen Karpfen müssen in einem nicht natürlich reproduzierenden Bestand raus, weil sie den Kleinen die Nahrung wegfressen oder es unnatürlich viele große Karpfen gibt, das ist als ökologische Begründung niemals zutreffend, wenn wir einen nicht natürlich reproduzierenden Bestand haben. Das heißt, dann können wir auch immer auch soziale Gründe heranziehen und viele Angler wollen eben große Fische angeln. Von daher ist eine Entnahmefensterbewirtschaftung auch dann prinzipiell denkbar, selbst wenn die Alterspyramide ohne Besatz sich umkehrt. Das ist kein Widerspruch gegenüber dem Fischereirecht, wenn diese Fischart sich nur über Besatz in den Beständen hält. Wir müssen dann aber, und das ist der letzte Punkt, den ich sagen möchte, dann immer auch verhindern, dass Karpfenbestände überhand nehmen, weil der Karpfen eben eine Fischart ist, die sehr stark im Wasser wühlt, Wasserpflanzen ausbuddelt, hier Gewässertrübung hervorruft und das ist sehr stark von der Karpfenbiomasse in Kilogramm pro Hektar abhängig. Und es gibt eben eine sehr, sehr dicke, große Diskussion, ist der Karpfen nicht ein Problem für die Gewässer wegen dieser gewässerökologischen Konsequenzen? Und der letzte Punkt, wie man Catch and Release großer Fische rechtfertigen nicht, aber sinnvoll nutzen kann, wäre als Management- und Hegemaßnahme zur Einschätzung der Bestandsgrößen. Denn das Ziel muss sein, Karpfenbestände zwischen 20 und 100 Kilogramm zu erhalten, weil wir wissen, dass dann die gewässerökologischen Konsequenzen gering sind oder fehlen. Wir müssen also einschätzen, wie viel Biomasse gibt es denn jetzt in einem Gewässer? Und beim Karpfen ist es nun so, dass dieser Fisch sich sehr, sehr schlecht über normale Monitoring-Methoden nachweisen lässt. Stellennetze, Reusen sind extrem schlecht, aber das Angeln ist nach unserer Studie eine sehr gute Möglichkeit, die Bestandsgröße festzustellen. Wir haben Einheit, wenn man zum Beispiel die Fänge pro gefischter Zeit sich ausrechnet über verschiedenste Angler und im Mittel schaut, wie viel Karpfen pro Stunde werden gefangen, dann können wir nachweisen, dass das sehr eng mit der Bestandsdichte von Karpfen zusammenhängt. Das heißt, wenn wir die Einheitsfänge kennen, zum Beispiel über den in einem See 10 Karpfenangler, die im Prinzip ihre Fänge notieren und ihre gefischte Zeit, dann kann ich sehr genau sagen, wie viel Karpfen pro Hektar in diesem Bestand drin sind. Das kann man nicht mit allen anderen Fangmethoden. Also das Angeln ist wirklich eine super Monitoring-Methode und man könnte eben es besser nutzen, um Karpfenbestände zu managen. Und eine Besonderheit ist jetzt, dass wir auch über die Wiederfänge von Karpfen lernen können, wie viel Karpfen in einem Gewässer drin sind. Man muss sich einfach vorstellen, jeder Angler in der Regel kennt ja seine Fische über Wiederfänge und man kann eben aus dem Anteil unbekannter versus bekannter Fische herausrechnen, wie viel Karpfen in einem Gewässer drin sind. Und dann wäre Catch and Release als gezielte Monitoring-Methode in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern eine Möglichkeit, die Bestandsgrößen einzuschätzen. Das haben wir schon vor vielen Jahren, 2004, in einem Carp Connect-Artikel mal zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch hier irgendwo verfügbar. Es ist also eine sehr, sehr einfache Methode. Man braucht im Prinzip nur verschiedene Angler zu koordinieren und einfach zu zählen, wie viele Karpfen habt ihr gefangen, in welcher Zeit und wie viele Wiederfänge waren dabei. Und dann kann man daraus abschätzen, wie viele Fische pro Hektar in diesem Gewässer vorhanden sind. Und das ist eine Information, die der Gewässerbewirtschafter gerne haben möchte, um eben zu sagen, muss ich den Bestand ausdünnen, bin ich über den 100 Kilo pro Hektar oder darunter. Dann möchte ich zusammenfassen und hoffentlich konnte ich zeigen, dass Catch and Release entnahmefähiger, also maßiger Fische gesetzlich nicht verboten ist. Es ist in keinem Fischereigesetz irgendwo so formuliert. Explizite Verbote dieses Zurücksetzens finden sich ausschließlich in Vereins-
und Verbandsverordnung. Sie sind also durch die Angler selbst auferlegt. Verboten ist aber das Angeln ohne vernünftigen Grund. Und das möchte ich auch mit aller Deutlichkeit sagen. Wer also nie einen Fisch mitnimmt und immer nur Fische zurücksetzt, ist derzeit weder mit dem Gesetz noch mit der deutschen Mentalität sozusagen in Einklang zu bringen. Extremer sind also problematisch, sowohl das komplette Entnehmen aus ökologischen Gründen wie das totale Zurücksetzen aus ethischen Gründen. Die Gesellschaft ist dem Catch and Release gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen, wie ich zeigen konnte, wenn es einer guten Begründungslogik folgt, vor allen Dingen ökologische Begründung. Die biologischen Effekte auf Karpfen sind vernachlässigbar. Man sollte aber, wenn man Stress reduzieren will, definitiv auf das Sacken verzichten. Entnahmefenster sind bei reproduzierenden Beständen eine sehr geeignete Hegemaßnahme, aber aus sozialer Sicht sind sie auch extrem geeignet, weil sie eben einen guten Kompromiss zwischen den Interessen spezialisierter Angler und Karpfenbewirtschaftung erreichen. Und schließlich kann man helfen beim Monitoring und über das Zurücksetzen von Fischen eben auch lernen, wie viele Fische in einem Gewässer da sind, um entsprechend das Karpfenmanagement zu unterstützen. Und aus gewässerökologischer Sicht, das ist der letzte Punkt, ist jetzt hier wichtig zu verstehen, die Einflüsse auf Ökosysteme beim Karpfen sind biomasseabhängig, also sowas 50 Kilo pro Hektar, 100 Kilo pro Hektar. Und dann ist es besser, wenn diese 50 oder 100 Kilo aus wenigen großen Fischen zusammengesetzt sind, als aus vielen kleinen, weil wenige große Fische eine geringere Wühlaktivität, geringere Trübungseffekte auf die Ökosysteme haben. Das heißt, auch aus gewässerökologischer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, Altbestände, große Karpfenbestände zu haben. Sie müssen nur gering genug sein in der Biomasse, um diese Eintrübungseffekte zu reduzieren. Also wir befinden uns hier in diesem Strahl zwischen fischereilich problematischem Entnahmegebot und einem ethisch und tierschutzrechtlich problematischen Entnahmeverbot. Und irgendwo in der Mitte, wie so immer in der Gesellschaft, liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Und ich finde es ganz spannend, dass sogar Juristen wie Niehaus in diesem Zitat zu sehen, dafür plädieren, dass wir eigentlich eine bessere Möglichkeit haben, eine straffreie Möglichkeit haben müssen, dass Angler auch selbst entschieden zur selektiven Entnahme tendieren können. Das sieht man in diesem Zitat sehr schön. Hierzu gehört das Recht des Anglers unter den aufgezeichneten Umständen und Voraussetzungen die Möglichkeit zum straffreien und schonenden Zurücksetzen zu haben. Das ist etwas, was sogar Juristen fordern und was, denke ich, etwas ist, was in der gesellschaftlichen Diskussion jetzt immer mehr aufkommen wird. Aber was, glaube ich, nie passieren wird, ist, dass wir in Deutschland eine Legalisierung des Angelns ohne vernünftigen Grund haben werden. Ich glaube, das ist etwas, was mit dem deutschen Zeitgeist wahrscheinlich nicht zu vereinbaren ist. Das heißt, die Hoffnung, wir werden englische oder niederländische Verhältnisse haben, ist, glaube ich, ziemliche Illusion. Aber irgendwo in der Mitte, selektive Entnahme ist etwas, was, denke ich, einen guten Kompromiss erlauben wird und womit wir Karpfenangler, denke ich, auch sehr gut leben können. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch.